herzlich willkommen bei StudyAppTV. Hier zeige ich euch ein zweites Beispiel, wie man aus den Schnittgrößenverläufen wieder die Belastungsart bestimmen kann. So, was hatte ich schon immer gesagt? Wenn hier ein Moment aufgenommen wird, wusste man immer schon automatisch, okay, hier muss eine feste Einspannung sein. So, schauen wir weiter. Was hatte ich noch immer gesagt? Aus einem linearen Verlauf bei der Querkraft wurde immer automatisch eine Streckenlast. Falls ihr da noch Schwierigkeiten habt oder diese Regeln wissen wollt, guckt euch nochmal das andere Video an. Das verlinke ich hier unten nochmal. Ansonsten gehe ich das jetzt hier nochmal schön durch. So, also, das hier habe ich abgeklappert. Normalkraft wird durch die feste Einspannung bis hier erstmal aufgenommen. Momentenverlauf müssen wir uns nicht weiter anschauen. So, jetzt geht die Normalkraft bis zum Ende weiter. Das heißt, hier hinten muss noch irgendwie eine Normalkraft wirken und die Querkraft ist auch konstant weiter bis hier hinten und hier tut sich wieder was. Das heißt, hier hinten haben wir noch eine vertikale Kraft und eine horizontale Kraft. Und damit wären wir auch schon wieder fertig. Sehr schön. Denn wir konzentrieren uns nur auf Querkraftverlauf, Normalkraftverlauf. Momentenverlauf ist eigentlich nur immer für die feste Einspannung interessant. Gehen wir weiter. Zweite Beispiel hier. Also, Momentenverlauf ist an beiden Seiten 0, also haben wir schon mal keine feste Einspannung. Aber was haben wir hier links wohl? Normalkraft wird aufgenommen, Querkraft wird aufgenommen, das heißt, hier muss das feste Lager schon mal sein, also das Festlager. So, Querkraft und Normalkraftverlauf ist bis zu dieser Stelle hier konstant, aber hier tut sich schon wieder was. Eine vertikale Kraft muss hier angreifen und auch eine Normalkraft, also eine horizontale Kraft. Das heißt, die kann ich jetzt hier schon mal wieder einzeichnen. Und was habe ich noch immer gesagt? Aus einem quadratischen Verlauf wurde eine Dreieckstreckenlast. Jetzt muss man wieder gucken, geht die nach rechts oder geht die von rechts nach links hoch? Wir sehen schon wieder an der Steigung hier, schwach fallend und dann fällt immer stärker. Das heißt, da wo es am stärksten fällt, haben wir die größte Belastung. Also muss sie von links nach rechts gehen. Ja, Normalkraft tat sich ja eh nichts mehr und Momentenverlauf, wie gesagt, ist für die feste Einspannung wichtig. Ansonsten hoffe ich, dass ich euch wieder ein wenig was zeigen konnte, helfen konnte. Falls ihr weitere Beispiele habt oder braucht oder Fragen habt, dann schreibt eine E-Mail oder kommentiert das Video, liked es, falls es euch was gebracht hat. Ansonsten viel Erfolg für die Klausur.